ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, nach langer Zeit endlich mal wieder ein Video. Ich weiß, es wurde langsam Zeit. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, warum ich so lange weg war und was überhaupt los war. Und zwar habe ich jetzt meine erste eigene Wohnung. Ja, mega krass. Ich habe heute die erste Nacht hier geschlafen und es war so komisch. Ich habe mir das am Anfang gar nicht vorstellen können. Also ich kann es immer einfach noch nicht realisieren, dass es so meine erste, also dass es meine eigene Wohnung ist und dass, ja, dass ich jetzt komplett entscheiden kann, was ich hier mache und wie ich den Haushalt halte und keine Ahnung, dass ich ganz alleine kann das jetzt einfach entscheiden. Das ist total krass. Ja, auf jeden Fall haben mich auch sehr, sehr viele genau diese Frage gefragt, da ich ein halbes Jahr in München gewohnt habe, nicht alleine, sondern bei meinem Freund, wie das jetzt wäre, ob ich jetzt alleine wohne. Und ja, ich werde diese Frage jetzt beantworten, da ich wirklich so, also mich haben so viele danach gefragt und ich finde, ich sollte euch das auf jeden Fall erzählen. Also mein Freund ist zurzeit im Ausland und ja, deswegen macht es wenig Sinn, eine Wohnung zusammenzunehmen, gerade zu diesem Zeitpunkt, weil er dort ja, einfach Sachen für seine Zukunft macht. Und ja. Und da ich dieses Jahr 20 werde, habe ich beschlossen, dass es Sinn macht, mir jetzt halt in der Zeit eine Wohnung zu nehmen, weil ja, ich denke, dass es einfach gut für mich ist, wie es zu lernen, wie es ist, alleine zu sein, die Sachen selber zu bezahlen. Und ja, ich glaube, das ist einfach so, dass ich dadurch so viel lernen werde. Und ja, ich denke einfach, dass ich mich dadurch weiterentwickeln kann. Weil wenn ich jetzt mein Kinderzimmer bei meinen Eltern habe und da immer den ganzen Tag bin, da, sorry, irgendwie, irgendwie komme ich da nicht weiter. Und deswegen ist es so jetzt, man, ja, man macht halt so Sachen, die Erwachsene halt machen, ne? Man macht den Haushalt und so weiter. Man muss sich halt um vieles kümmern, was man vorher nicht machen musste, weil es halt die Mama oder der Papa gemacht hat. Und jetzt, ja, habe ich halt die alleinige Verantwortung über das Ganze und ja. Das ist also meine erste eigene Wohnung, meine Wohnung. Ich bezahle sie komplett von meinem Geld. Und ja, natürlich wird man sich auch besuchen. Und wenn er dann in Deutschland ist, wird er auch bei mir sein. Ja, aber wie gesagt, es hat sich jetzt einfach nicht gelohnt, in der Zeit eine Wohnung zusammenzunehmen, wenn er eh nicht da ist. Ja. Aber ich hatte natürlich auch Angst, was man auch, hoffe ich, doch verstehen kann und was, glaube ich, ganz normal ist. Wenn man auf einmal dann nicht mehr zu Hause wohnt, sondern man muss jetzt alles alleine machen, man muss alles alleine bezahlen, man muss gucken, wie man klarkommt. Bei mir war das so, ich hatte richtige Zukunftsängste. Ich wusste nicht, wie ich das alles hinbekommen soll. Ich dachte mir, oh mein Gott, ey, ich kann wahrscheinlich niemals alleine wohnen oder generell ja, einen Haushalt führen. Und jetzt überlege ich mir so, wie das jetzt einfach ist. Also so habe ich vor einem Jahr circa gedacht. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie soll ich das alles irgendwann hinbekommen? Aber das ist normal, dass man so denkt, weil man eben noch jung ist und man denkt sich so, oh mein Gott, ey, was sind das denn für Sachen, um die man sich kümmern muss? Da kommt man doch komplett durcheinander. Ihr müsst echt aufpassen, sobald ihr volljährig seid oder alleine wohnt und ja, selbst entscheiden könnt. Ich wurde sehr, sehr oft über den Tisch gezogen, was Verträge angeht. Und ja, Vodafone zum Beispiel, hatte ich ja schon in einem Video erwähnt. Jetzt vor gestern war auch wieder so eine Sache. Also, das sind so Sachen, klar kann man sagen, oh mein Gott, wie dumm du bist. Oh mein Gott, wie naiv. Ja, okay, stimmt auch. Aber ganz ehrlich, würden mir diese Sachen niemals in meinem ganzen Leben passieren, würde ich niemals daraus lernen. Und ich will später, also ich bin froh, dass mir eigentlich diese Sachen passieren. Nicht, weil ich da so toll finde oder so, sondern weil ich erstens daraus lerne und zweitens mache ich die Sachen nicht noch einmal. Drittens kann ich später auch meinen Kindern dann sagen, hey, lass dich nicht verarschen. Also man lernt halt einfach draus, man wird auch erwachsener. Ist ja klar. So, und ja, ich denke, dass ich dadurch, dass ich diese Wohnung jetzt habe, dass ich auf jeden Fall, ja, mich weiterentwickeln kann
und ja, man einfach mehr versteht. Warte, ne? Das war so eine Horrorvorstellung, weil ich jetzt gestern das erste Mal hier geschlafen habe und kein Internet, kein Fernsehen. Ich dachte mir, oh mein Gott, ich bin so voll abgeschottet von der ganzen Welt und ich bin so allein und einsam. Boah, man macht sich so verrückt, das ist nicht normal. Und man kriegt dann auf einmal Paranoia und ich muss sagen, meine Wohnung ist ziemlich groß. Ja, weil das ist so eine Altbauwohnung und die sind halt so auch hoch und groß. Und am Anfang dachte ich mir so, oh Gott, ey, ich kann das glaube ich gar nicht so, weil ich so Angst habe, ne? Aber man macht sich halt viel zu sehr verrückt und das ist einfach ein Fehler. Man darf sich da echt gar nicht verrückt machen, weil es ist ja nicht schlimm. Und mittlerweile, also heute habe ich so ein bisschen gemerkt, wo ich jetzt eine Nacht hier geschlafen habe, habe ich mir so gedacht, so, ey, ja, voll übertrieben, ist doch voll cool so. Also was heißt cool, ja. Man muss halt viele Dinge alleine regeln. Aber es ist halt schön, wenn du dein eigenes Zuhause hast, wo du deine eigenen Regeln hast und ja, dir so selber deine Sachen aufgebaut hast und sagen kannst, hey, das ist meine Wohnung. Ja, es ist schon ein cooles Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann natürlich auch immer Freunde hier hinholen, wenn man will. Nicht so, ja, da muss man halt keine Rücksicht nehmen, ne? Das ist halt das. Man kann ja machen, was man will. Und ja, trotzdem hatte ich irgendwie ein bisschen Angst, aber heute ist es voll in Ordnung. Zum Glück kann ich jetzt Fernseher gucken. Das ist schon mal wenigstens etwas, weil ich habe auch die erste Nacht jetzt im Wohnzimmer verbracht, weil ich nur im Wohnzimmer halt Fernseher habe und im Schlafzimmer noch nicht. Und ja, ich kann ohne Fernseher gar nicht einschlafen. Also ich kann mich jetzt nicht einfach im Dunkeln da hinlegen, ins Bett und ja, schlafen. Das geht gar nicht bei mir, hallo? Ne, ich kann mich nicht einfach ins Bett legen, Licht aus und schlafen. Das geht nicht. Ich brauche wirklich irgendwas, was so im Hintergrund läuft. Oder ich habe mir zum Beispiel, wo ich jetzt umgezogen bin, die Umzugsphase, sage ich jetzt mal, habe ich mir immer Musik angemacht, weil ich konnte es nicht haben, wenn es hier so ruhig ist. Also absolut nicht. Außer wenn jetzt hier Leute waren oder so, mir geholfen haben, dann ging es, weil man ja dann Unterhaltung hat, man ist nicht alleine. Aber wenn ich hier alleine war, also ich habe das nicht ausgehalten, wirklich jetzt. Es war ganz schlimm, vor allen Dingen abends auch, ne? Ich mache mir dann ja auch mal so einen Kopf darum. Ich babbel jetzt auch gar nicht weiter, sondern beende das Video jetzt. Ich hoffe, ja, ihr seid alle am Start und das ist jetzt kein besonderes Video, sondern das ist jetzt einfach so ein Update-Video, damit ihr Bescheid wisst, was los war, für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben. Ja. Also, würde ich sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video und ja, danke fürs Zuschauen!